Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität. Heute am 4. November 2023, beginnend hier im Herzen von Playa de Ingles, im Jumbo Center hier vor uns, Jumbo Shopping Center. Das ist eigentlich der Haupteingang hier und der ist direkt neben der Moschee auf der einen Seite und auf der linken Seite ist die Apotheke. Hier sind die Parkplätze davor, die offiziellen. Das waren früher auch kostenpflichtige Parkplätze, da musste man bezahlen mit den blauen Linien. Wir hatten das Thema schon mal, die blauen Linien sind noch da, aber die Parkscheinautomaten sind abgebaut. Also keine kostenpflichtige Parkplätze hier. Ist vielleicht auch ganz interessant und ab und zu ist da auch einer mal frei. Ja, großes Spektakel. Am Montag fängt es an. Wir haben ja die Winter Pride. Und das ist ein Riesengeschäft, ein Riesenwirbel hier, nicht nur hier im Jumbo-Zentrum, sondern eigentlich auch für die ganze Insel. Und ich sage euch schon, vorab gibt es Informationen, aber die Programm, das ganze Programm, die Veranstaltungen und alles jeden Tag, das könnt ihr bei Conny Canaria sehen. Da seid ihr bestens informiert, welcher Tag, welche Veranstaltung, was lohnt sich, wo gehe ich hin, wann schaue ich mir was an. Und da könnt ihr dann, ja, genau entscheiden, was ihr machen wollt. Auch mit dem Bus kann man hierher kommen. Da vorne ist direkt die Bushaltestelle. Also einfach bequem hier am Touristenbüro. Und dann geht es hier direkt hinein. Wir schauen uns das Ganze mal ein bisschen an. So, ich stehe hier direkt vor dem Ort des Geschehens. Das ist die Bühne. Besser gesagt, es sind ja mehrere Komplexe hier vorne, die Hauptbühne, das ist ganz klar. Und jetzt wissen wir auch, wie die Richtung, die Blickrichtung ist. Und wir haben dann links und rechts hier so seitlich noch Bühnen. Da wird gerade gearbeitet. Dann hier die Beleuchtung, hier kommt dann das Fernsehen hin. Naja, es dauert nicht mehr lang, Montag. Das heißt, die haben jetzt noch den Samstag und den Sonntag. Und am Montagmittag, da geht es dann los. Ja, hier hat man eigentlich den besten Überblick. Hier wird auch richtig was los sein an den Tagen. Das ein oder andere Stündchen werden wir hier auch verbringen. Das wird schon ein Riesenaufbau hier, wenn man das alles so sieht, möchte ich sagen, das ist schon auch eine Logistik, die dahinter steckt, ganz klar. So, ja, dann gehen wir weiter. Wir haben jetzt hier mal den Stand der Dinge. Ich nehme euch noch mit zurück. Gehen wir da lang. Das ist leider geschlossen. Doremi, Party und Piano Bar. Ja, das ist eben so. Die obere Etage, das ist schwierig hier. Hier muss man schon was Besonderes bieten, wenn man hier konstant sein Ein- und Auskommen haben möchte. Ja, Auswahl gibt es hier genügend. Essenslokale, Cafés, Bars, Unterhaltung, Elektronik. Und es gibt aber auch hier im Jumbo-Zentrum ein paar schöne Geschäfte. Also jetzt nicht das typische China-Zeug gibt es überall, wissen wir. Ganz klar, die Touristensachen gibt es auch überall. Aber es gibt doch ein paar schicke Läden hier zum Einkaufen. Und kann das eine oder andere schöne Teil hier dann doch erstehen. Jetzt ist Café de Paris, da gehen wir jetzt mal dran vorbei. Ja, hier ist auch immer was los im Café de Paris. Gute Kuchen, Kaffeespezialitäten und natürlich auch was zu essen. Snacks und Matthias habe ich gesehen, da Lachsschnitten. Also schaut gut aus, was da so auf den Tischen liegt oder lag. So, wir sind wieder hier beim Haupteingang. Da vorne ist der Minigolfplatz, da vorne rechts hier der Haupteingang. Hier geht es die Treppe nach unten. Kommt man ganz einfach, ganz direkt, schnell runter. Ja, und ich mach mich jetzt wieder auf die Sorgen. Das war so ein kurzes Statement vom Jumbo Center. Ja, dann mache ich doch ein bisschen unterwegs, wenn wir schon die Möglichkeit haben. Jetzt mal bei so schönem Wetter jetzt und wenig Wind,
unterwegs zu sein, nehme ich euch mit zum Strand. Jetzt ein Punkt, der angesprochen wurde, Kreisverkehr. Hier war früher kein Kreisverkehr, hier hat man in der Mitte dann ganz einfach eine normale Kreuzung etwas umgebaut und hat in der Mitte dann diesen kleinen Kreis gebaut. Schaut euch, der ist nicht groß. Und das ist ausreichend. Diese Kreuzung ist ein typisches Beispiel, wie klein oder wie groß der Kreis sein muss, sein kann, sein darf. Hier habt ihr mal ein typisches Beispiel. Ganz normale Kreuzung und dann macht man einen Kreis. Wir fahren jetzt Richtung Strand. So, Autos Victoria hier auf der linken Seite, eine gute Autovermietung. Viele Freunde und Bekannte schon Auto gemietet da. Ja, das Kopfsteinpflaster hier, das ist jetzt nicht gerade das angenehmste, aber Apartamentos Europa habe ich auch gesehen in der Preisliste. Ich werde euch vielleicht da noch mal ein paar Sachen die nächste Zeit zusammenstellen. Mal was Günstiges, jetzt nicht immer das Teure, sondern auch mal was Günstiges. Ja, irgendwie zieht es mich immer noch wieder an den Strand. Eigentlich ja eher zum Baden oder mit den Füßen, beziehungsweise zum Schwimmen. Das werde ich heute Nachmittag noch machen, aber jetzt fahre ich mal nach Playa. Und wer keine Lust hat, hier zu laufen oder mit dem Taxi zu fahren, Busse fahren hier nicht runter, also nicht die Globalbusse. Die Zubringerbusse vom und zum Strand, ja. Ja, viele bekannte Wege jetzt hier für euch, die Gran Canaria oder Playa de Ingles Fans sind. Hier ist auch Free Motion auf der linken Seite. Ganz großer Laden, Vermietung, Mietung, Fahrräder, Elektrobikes, Mountainbikes, Rennräder. So, und jetzt sind wir gleich am Wahrzeichen von Playa de Ingles. Steht Maspalomas, ist ganz klar. So, und hier ist ein bisschen mehr los, hier ist ein bisschen mehr Musikstimmung, hier ist was auch für die Jugend. So, wir fahren hier mal eine Runde. Wir fahren mal bis ans Ende. Da vorne ist ja auch immer die Veranstaltung Café Mozart. Dann für die Hardrock-Fans hier. Das Hardrock. Ja, hier ist natürlich auch immer richtige Musik.
Und hier ist dann immer der Frühschoppen, da macht der Lucky auch Musik, der legendäre Frühschoppen hier im Café Mozart. So, das ist die Rückseite der Promenade, ja. Sieht nicht so schick aus, nein. So, da vorne halten wir mal an und gehen auch mal zum Wasser. So schaut das von unten aus. Heute Morgen war ich da oben, beziehungsweise die obere Etage gesehen, in die Richtung. Und jetzt direkt am Parkplatz an Exodus, da ist auch eine Gruppe mit Surfern oder Surfschülern. Ja, ich glaube, das ist der Dunkerbeck. So, und wir gehen jetzt mal hier. Ich hoffe, dass der Wind jetzt nicht zu sehr stört. Wir gehen jetzt hier mal Richtung Wasser. Ja, Strandleben in Playa de Ingles, so sieht das aus hier. Und hier gehen die Menschen ja auch her zum Baden, zum Schwimmen, Auto stehen lassen, dann über den Sand hier und dann ist man direkt am Wasser. Und wer jetzt von hier weiter möchte, ja, der kann hier weiterlaufen Richtung San Agustin oder Richtung Maspalomas, Richtung Meloneras. Der Sand ist heiß, ja. So schaut das aus und so sieht das aus, wenn man läuft, weil der Sand heiß ist. Die Schuhe in der Hand hat. So, weiter geht's. Ja, übrigens die Toiletten hier in der Strandpromenade gibt es. Hier zum Beispiel jetzt auf der rechten Seite. Und das Informationsbüro, das hat aber jetzt zu. So, der Strandabschnitt hier und jetzt fahren wir noch ein bisschen weiter. Ja, auch die ein oder anderen Fahrradfahrer hier, obwohl man da wesentlich weniger sieht wie in Maspalomas. Ja, da vorne an der Ecke, da ist immer erfahrungsgemäß mehr los. Ich hatte mal Gäste, die jetzt in Maspalomas Urlaub gemacht haben, dann das erste Mal in Playa waren und gesagt, die haben hier sehr viel Spaß gehabt, viel Freunde, Freundschaften geschlossen, viele Bekannte ja, oder Bekanntschaften gemacht und haben hier richtig viel Spaß gehabt. Also ich glaube schon, dass man hier wirklich auch ein bisschen feiern kann. Ja, und hier ist dann der Anfang bzw. das Ende vom Strand. Das ist eigentlich der Anfang hier. An Exodus fängt hier an, der Stadtstrand. Hier fahren die Busse her, die Zubringerbusse. Und hier ist man dann ganz einfach am Start. Hier ist hier der Busstopp. 28 Grad zeigt das Thermometer. Ja, und so sieht das von dieser Seite aus. Realität am heutigen Tage. Strandleben, Playa de Ingles.
sind ganz schön viele Menschen da unterwegs, wenn man das so sieht jetzt hier. So, und hier der Blick rüber Richtung San Agustin. Hier geht es direkt in die andere Richtung. Felsküste, Steinstrand, aber auch kleine Sandbuchten, Sandstrandbuchten. Und hier ist Wassersport. Aber ich sehe gar keine Boote heute draußen. Nein, da ist kein Wassersport heute. Ja, jetzt fällt es mir erst auf, hier ist alles zu, alles dicht. Ich kann euch jetzt nicht sagen, warum. Vielleicht hat ja jemand Info. So, wir fahren jetzt wieder zurück. Hupsa, da war der Fossi im Weg. Wir fahren jetzt wieder Richtung Maspalomas. Ja, die Strände, da ist für jeden was dabei. Ich glaube schon, dass jeder da seine Ecke findet. Ja, wichtig, dass das Mikro immer wieder die Kamera findet und sich einloggt. Denn jetzt kommt der Ton über das externe Mikro. Ja, heute ist von jedem etwas dabei. Schnelle Fahrt, da kriegt man nicht so viel mit. Nein, am besten ist dann doch immer zu laufen. So, wir biegen hier mal ab Richtung Kuka, sage ich mal, Richtung nur. Ja, hier gibt es auch schöne Apartmentsanlagen, schöne Bungalows. Bungalows, nicht Apartments. Die Bungalows kommen weiter oben, das ist Atindana. So, da vorne ist das Kuka, ein ja, Riesenhaus, hat aber schöne breite Apartments und schönen Balkon. So, und da vorne, das sind die Bungalows, Atindana. Bungalows mit Garage. Manche haben da auch ein kleines Apartment reingebaut. So, und jetzt möchte ich mich dann auch schon fast verabschieden. Hier vor dem Waikiki Servatur. So, und jetzt da vorne da werde ich dann ganz einfach das erstmal beenden. Vielleicht kommt noch was nach. Ich muss mal schauen, wie es Wetter wird. Ich kann es noch nicht versprechen. Ansonsten sage ich schon mal
Vielen Dank fürs Dabeisein und ich halte euch auf dem Laufenden. Hasta luego. Und sicher gibt es auch noch was zu berichten, und zwar der Gran Chaparral. Ich fahre doch hier gerade vorbei, fällt mir ein, hier müsste ja wieder der Frühschoppen sein. Samstag, Frühschoppen Gran Chaparral im Musikantenstadel, hieß es früher, im Tiroler Stadel. Schauen wir mal, ich bin ja nicht jetzt mich angemeldet und ich will da auch nicht in der, bei den Veranstaltungen da stören, aber ich will mal schauen, wie es da aussieht. So, wir haben hier eine Apotheke und auf der linken Seite ist der Fahrradvermieter. Bike 10 Mil. So, also hier habt ihr die Möglichkeit, Fahrräder zu mieten und da hinten höre ich schon die Gemütlichkeit. Aber wir gehen da jetzt nicht rein, nur ran. Da ist jetzt großer Treff. Stimmung, Spaß im legendären Tanzlokal Tiroler Stadel. Ja, mit Jodeln, alles was dazugehört. So sieht das aus, so hört sich das an hier. Ab 18 Uhr immer geöffnet, Volksmusik, Schlager, Fuchs, alles was dein Herz begehrt. So, wir drehen jetzt hier wieder auf der Stelle und schauen uns hier noch ein bisschen um. Hier sind ja irisch Lokale, irische, dann die holländischen Lokale. Man hat auch die passenden, ja, Lokale zum Essen, nicht nur zum... So, und da sehe ich gerade dieses Brotje Amsterdam. Da hängt ein Schild zu verkaufen. Den gibt es ja oder gab es ja hier auch ewig. So, also, der Musikantenstadel ist auch wieder, besser gesagt, Tiroler Stadel ist auch wieder aktuell. So, die Bar ist zu, Los Angeles, das ist eine der ältesten Bars hier. Oh, die hat zu, die gibt auch ab oder auf. Nein, wegen Vacaciones, wegen Urlaub geschlossen. So, das war jetzt der Kursabstecher nochmal. Ganz schnell hier der Tiroler Stadel bzw. Gran Chaparral. So, und jetzt sage ich ganz einfach mal vorsichtig, bis morgen, bis zum aktuellen Wetter. Hasta luego.